Das machen wir als erstes. Ich muss, also ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist ein großartiges Game. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Es macht echt Spaß. Großartig. Ich hatte es gelesen gehabt, wie gesagt. Und habe mir so gedacht, hä, wie man entkommen mit Spielern? PvPvE? In der Optik? Ist bestimmt interessant. Ich denke, frag mal an. Und dann habe ich das angefragt. Und ja, da sind wir. Siehe an. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Achso, wir müssen Alfred noch fragen. Warte mal, kann ich das abbrechen? Fahrstuhl anhalten. Abbrechen. Moment, wir müssen Alfred noch fragen. Moin, Alfred. Guten Abend. Kannst du den Handwerker anrufen? Warum? Wegen des Risses? Erinnerst du dich nicht? Natürlich erinnere ich mich. Ich rufe morgen an. Das hast du mir gesagt. Du würdest es heute tun. Nein, ich habe dir gesagt, heute sicher nicht. Aber heute war gestern. Nein, heute ist heute. Du bist absolut unzuverlässig. Wie kannst du es wagen? Weißt du was? Warum kümmerst du dich nicht allein um den Riss? Okay, okay, beruhige dich. Ich hoffe, es ist morgen soweit. Alfred murmelt. Also dieser Kontext zwischen den beiden, ne, muss ich sagen, ist halt großartig. Wirklich sehr, sehr großartig. Ah, okay, hier können wir dann auch gucken, was wir kriegen, was für Herzen und so, durch welche Tiere oder durch welche Monster. So, hier haben wir die ganzen Bluteinheiten und die Dings. Okay, das haben wir alles entdeckt. Aber wir haben schon einiges entdeckt, ne? So, Baseballschläger, wo haben wir, fehlt da die Uhr? Ja, okay. Die Uhr ist 39.000 insgesamt wert. Die Holz, die Halskette. Und 95.000 Gesamtwert. Naja, dann schauen wir mal. Unsere Kreditwürdigkeit steigt ja, glaube ich, auch, wenn wir mehr. Haben wir nicht mehr auf der Tasche? Dann wird Kreditwürdigkeit gesteigert? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr. Ich müsste nachgucken. In unserem Buch. Da kann man alles nachlesen. So, nichtsdestotrotz, Spieler wieder dabei. Jo. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, wo sind wir? Oh, wir sind in der Nähe von der Bank. Das ist ja super praktisch. Ich düse da direkt hin. Oh, ich höre Schüsse. Das ist gar nicht gut. Nein, 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 nein. Deponieren. Alles. Oh, puh. Ich habe Schüsse gehört. Sparfuchs habe ich Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe gerade Schüsse gehört. So, unsere Quest war jetzt Kugeln und winzige Herzen, ne? Das heißt, wir müssen Richtung Parks gehen und so. Hier drüben ist ein Park. Das heißt, wir können direkt rüber gehen. Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen Ruhe haben hier. Aber finde ich gut. So hat jeder auch so seine Quest und so. Weißt du, was man machen muss? Finde ich richtig, richtig gut. So, hier Kugeln wachsen an Bäume. Wie viel brauchen wir nochmal? 100? 100, glaube ich, ne? Und winzige Herzen. In weiter Ferne hören wir dahin. Hören wir Schüsse. Hier war auch ein Schuss. Ich habe einen Schuss gehört. Aber ich sehe keinen Spieler. Das war doch ein Schuss, oder? War das ein Schuss? Fuck, hier sind keine Bäume mehr. Scheit suchen? Was können wir denn hier durchsuchen? Ach, Pilze. Ach, krass. Oh, hier in diesem Anwesen gibt es bestimmt auch richtig fett Loot. Hä, was denn hier? Lol. Was ist das denn? Boot. Uff. Bootspassage. Ich will hier eigentlich gar nicht hin. Kann man hier irgendwas untersuchen? Okay, darüber kommt man nicht. Wofür sollte man dann hier hin? Vielleicht ist sie. Natürlich.
Oh, die können da drüber laufen. Vielleicht muss man für eine Quest irgendwann mal hin. Man weiß es ja nicht. So, jetzt brauche ich erstmal Kugeln. Da sind noch Kugeln, sehr schön. So, 50 haben wir. Und danach machen wir uns auf den Weg zu den... Alter, was ein Anwesen. Danach machen wir uns auf den Weg zu den kleinen Herzen. Oder winzigen Herzen. Ist das eine Tür? Ich bin mir nicht sicher. Da sind Kugeln. Ich meine, ich hätte gerade einen Schuss hier gehört. Wie wir unten lang gelaufen sind. Wo geht's denn hier hin? Okay. Wahrscheinlich bin ich der einzige Spieler, der hier oben lang latscht. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, wir sind da ganz oben. Da ganz oben sind wir. So. Ich hätte gerne noch ein paar Kugeln. Sollen wir mal in das Mansion reingehen? Nur einfach mal gucken. Ach, ist zu. Oh, das ist zu. Gut, ich könnte durch die Scheibe rein, ne? Das heißt also... 100, wir haben 100. Nice. Das heißt also, wenn wir hier eine Scheibe zerschießen und anderer Spieler hier ist, dann weiß der, dass wir drin sind, weil die Türen verschlossen sind. Do you know what I mean? Oh nein, das große Monster da hinten. Habt ihr es da oben ge... Oh Gott. Okay, wir müssen weg. Jetzt müssen wir noch winzige Herzen finden, ne? Das heißt, das sind die kleinen... Diese kleinen Viecher, die brauchen wir jetzt. Und der Töpferladen ist ja auch hier, ne? Ja, der ist auch hier. War das meine Steps? Oh, wir brauchen winzige Herzen. Ich würde tatsächlich hier oben ein bisschen bleiben. Kommt er wieder? Ich hoffe nicht. Schnell. Winziges Herz. Er kommt wieder. Das ist der Große, ne? Ah, da kommen die Schüsse her. Okay, von da unten rechts. Oh, den können wir gar nicht gebrauchen. Okay, ein Fahrstuhl wurde gerufen. Ah, da wird der orange. Schaut mal, da auf der Karte. Da ist jetzt ein Spieler. Oh. Alter! What the fuck? Boah, nein! Scheiße! Uff! Ja, Mann! Unser erster Spieler! Aber das Problem ist... Uff, wir haben nichts zum Heilen, oder? Verwenden? Heilt uns das? Ich weiß es nicht. Oh, eine Schrotflinte. Uff, wir haben aber nichts zum Heilen. Oh, wir sollten weg. Uff, Alter. Oh, shit. Holy shit. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Irgendeinen Kuchen oder irgendwas zum Essen oder was. Oh, Alter. Hi, Schatz. Uff. Wir haben den ersten Spieler gekillt. Holy shit. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Oder irgendwie Verband oder irgendwie sowas. Ich will jetzt nicht abnippeln. Wir müssen auf jeden Fall euer Essen. Wir brauchen auf jeden Fall definitiv... Ich hatte das geschrieben. Ihr seid irgendwas mit Spazieren, habe ich gelesen. Ich lese gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall irgendwie eine Schrotflinte. Alter. Holy shit. Die Waffe scheiß drauf, lege ich weg. Okay, Puh.
schau mal eben. Ja, mal gucken, ob ich vorbeikomme. Weiß ich noch nicht. Bewegungsgeschwindigkeit nehmen wir mal. Weiß ich noch nicht, Schatz. So, ich versuche mal da nochmal an die Tasche zu kommen von dem. Was hat der denn bei sich? Durchschnittliches Herz, ein Füller. Schlagring, menschliches Herz. Boah. Maßband. Verstorbener. Anderer. Meturin, okay. Was soll man denn noch mitnehmen? Das andere brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt eigentlich die winzigen Herzen, 4 Stück, ne? 5. Ich weiß nicht, ob die faulige winzige Herzen auch noch braucht. Nee, alles gut. Alles gut, Schatz. Aber danke dir. Da unten ist ein Fahrstuhl. Ich versuche mal zur Töpferei zu kommen. Ah, nein. Oh, Alter. Pff. Unser erster Spieler. Ist hier der Töpferladen? Nee, wo war der denn nochmal? Da oben. Unser erster Spieler. Holy shit. Haben wir direkt gekillt. Da ist sie. Sprechen. Ja, du bist das Problem. Ich wusste, dass du kommen würdest. So, Kugeln. 100. Winziges Herz. 3 Stück. Die Welt dankt dir für dein Problem. So, dieser Gegenstand wird einen Tag geliefert. 4 Töpfe. Cool. Und Geld. Können wir direkt wieder einzahlen. Alter. Freunde, ich glaube, wir sollten schleunigst fauliges Herz tue ich weg, ich nehme das große mit. Wir sollten schleunigst hier weg. Und warte mal, Waffe auswählen ist alt, ne? Alt, gedrückt halten. Schrotflinte. Ich lade mal nach. Wo war die Bank? Hier, ne? Ich zahle schnell ein und dann verduften wir. Deponieren alles. Der Fahrstuhl. Wo ist der Fahrstuhl? Da unten. Okay. Jetzt hauen wir ab. Okay, der ist da unten. Wir müssen, glaube ich, hier runter, ne? Ja. Puh. Alter. Können wir sonst irgendwas mitnehmen? Durchschnittliches Herz? Hier, 4 Stück. Der Füller. Der ist lila. Der ist bestimmt selten. Bis später, Schatzi. Viel Spaß noch. Ihr Fahrstuhl. Ich bleib hier. Hoffentlich sieht mich hier keiner. Alter. Wie spannend. Okay, die Flinte reicht nur bis hier. Man sieht das. Ich glaube, bis dahin schießt die nur. Wenn ich jetzt weiter wegziehe, den Cursor. Problemlöser Errungenschaft. Problemlöser 1. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr geil. Meturin. Stufe 7 war der gewesen. Hier. Andere. Unnatürliche sind diese Monster. Und andere hier sind Spieler. Also hier, den haben wir erledigt. Meturin. Tut mir leid, Meturin. Aber so ist es nun mal. Sehr geil. Oh, wie spannend. Armer Meturin, es tut mir leid. Es ist, ja, es ist halt... Es tut mir leid. Oh. Aber irgendwie trotzdem... Oh, hier können wir verkaufen. Büro. 4000 Scheine. Alter, fast 5. Okay. So. Was war denn jetzt Phase? Ich weiß es gar nicht mehr. Mission haben wir abgeschlossen, ne? Ja. Das heißt, wir haben jetzt immer noch den Riss und das unangenehme Dings. Okay, die Uhr, ja. Geld. Fauliges Herz. Würde ich mal tauschen. Wir müssen ja den Bonsai gießen. 150, okay. Bestätigen. Heißt also, Kugeln packe ich auch mal hier rein. Das Herz. 200 Bluteinheiten. Menschliches Herz. Alter Schwede.
Was macht denn jetzt mehr Sinn? Ich glaube, dass das durchschnittliche Herz, ne, das bringt ja, wie viel bringt denn das? 100 Bluteinheiten. Eins? Oder wie ist das? Warte mal, aufteilen. Aufteilen. Das bringt 100. Also ein Herz bringt 100. Verstehe ich das richtig? Ja, ne? Das heißt, 300 hätten wir dann da. Plus das sind 500 Bluteinheiten. Plus die Ampulle 50. Also ich hoffe, dass ich das so richtig verstehe. Alter, wir haben eine Schrotflinte. Wir haben eigentlich ganz gut, ne? Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Er ist wieder da. Was will er denn? Wie sieht's mit deinen Augen? Wie steht es mit deinen Augen? Was soll damit sein? Ruh sie aus. In der Stadt ist es wichtig zu sehen, bevor man gesehen wird. Meine Augen sind in Ordnung. Beobachte, wie die anderen tun. Was die anderen tun, ihr Verhalten kann dir verraten, ob du es mit Beute oder Jägern zu tun hast. Pass auf, bluff's auf. Beute knurrt, wie Jäger, und Jäger jaulen wie Beute. Bla bla bla. Was ist mit deiner Nase? Kannst du Dinge riechen? Was ist das für eine Frage? Du musst die anderen riechen, bevor sie dich riechen können. Dein Herz riecht genau wie ihres. Ich weiß, ich weiß. Und deine Ohren? Oh Mann, hör schon auf. Du musst auf jedes Geräusch um dich herum achten. Halte die Geräusche in Schach. Die Geräusche führen mich zu meiner Beute. Sie locken aber auch Jäger an. Ich komme schon klar. Hör auf mit dem Unsinn. Mein kleiner Spatz. Ich weiß, dass du die Töpferin aufgeweckt hast. Gute Arbeit. Aber war das wirklich notwendig? Ich denke schon. Gartenarbeit ist dieses Jahr modern. Ein Pflanze ist wie ein Kind. Jedes kann eins haben, aber nur wenige können sich gut darum kümmern. Ich weiß, wie man sich um eine Pflanze kümmert. Wirklich? Weißt du auch, wie Kugeln geboren werden? Was ist das für eine Frage? Was für ein schüchterner kleiner Spatz. Ich verrate dir, wie es geht. Zuerst brauchst du einen Topf. Und du weißt anscheinend bereits, wo du einen bekommst. Dann musst du eine Kugel pflanzen. Danach musst du dich jeden Tag um sie kümmern. Kugelpflanzen sind anfällig und benötigen jede Menge Zuwendung und Pflege. Wenn du sie nicht jeden Tag mit genügend gutem Blut gießt, sterben sie. Und du brauchst natürlich Geduld. Es dauert etwa 3 Tage, bis sie Früchte tragen. Je nachdem, welche Art von Kugel du haben möchtest, kannst du bestimmte Dünger einsetzen. Aber sei vorsichtig, je mehr Dünger du verwendest, desto mehr Blut braucht die Pflanze. Glücklicherweise hat die Stadt reichlich Blut und Dünger. Du findest beides, indem du diese lausigen Unnatürlichen tötest, die in Century City heimsuchen. Das scheint dich zu amüsieren. Los, versuch es, wenn du willst. Denk daran, dass es sich um eine tägliche Verpflichtung handelt. Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass wir auch Sachen anbauen können. Dann können wir dann hier die Pflanze wahrscheinlich platzieren und mit Blut füllen, weil die brauchen auch Blut. So viel wissen wir. Wahrscheinlich müssen wir dann auch darauf achten, dass sie nicht verderblich sind, die Sachen. Das Herz wird auch verderblich irgendwann. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Kann man das irgendwo nachlesen? Doch, Moment. Das können wir doch bestimmt im Journal nachlesen, oder? Menschliches Herz? Hier. Blutherz, ein Teil des Menschen, verderblich, riecht nach Blut. Kann ich denn hier Seite wechseln? Okay. Man kann aber nicht irgendwie lesen, wie lange das dauert, ne? Es steht halt nur verderblich. Dünger. Ach, das ist Dünger. Eine Flosse ist Dünger. Guck mal. Mhm. Was war denn das eine, was wir gefunden hatten? War das auch Dünger gewesen? Der Füller. Lila. Lila sind hochwertige. Also ist es auch grün, blau, lila sind halt die Farben des Wertes der Sachen. Schrotflinte, 600 Schaden, aber Reichweite nur 65%, das ist nicht gut. Also minus 65%. Der hat uns, glaube ich, auch mit der Flinte angegriffen, angreifen wollen, ne?
glaube, deswegen ist er auch kläglich gescheitert. Wo war denn das eine Teil, was so aussah wie ein Dünger? Oder was war das nochmal? Guck gerade mal. Das hier war ein Blutbeutel. Da habe ich mich da vorhin verguckt gehabt. Okay. Hier hat man dann alles stehen. Ne? Waffen und so weiter. Ne? Tablettenpilze, Kreditstufe. Hier. Die Verwaltung belohnt die fleißigsten Bürger für effizient in der Stadt, indem sie ihre Kreditstufe erhöhen. Je höher die Kreditstufe, desto höher der Verkaufswert der Objekte im Besitz der angebotenen Dienste. Schlechte Leistung schadet hingegen die Kreditstufe. Und so weiter und so fort. Töpfe. Kugeln verwendet werden. Kapazität maximale Atem. Okay. Gut. Die Imagos, was machen die eigentlich? Aktiv zu Hause? Muss ich nochmal eben lesen. Was machen die nochmal? Mal eben nachlesen. Imago sind Boni, die einige Fähigkeiten von Bürgern verbessern können, wie zum Beispiel besserer Umgang mit bestimmten Waffen, erhöhte Wirkung von Verbrauchsgegenständen und vieles mehr. Imago sind mit bestimmten Möbeln verbunden. Ein ordentliches Heim sorgt für ordentliche Bürger. Heißt also, das sind einfach passive Fähigkeiten, die, oder beziehungsweise aktive Fähigkeiten, die einfach im Hintergrund gelevelt werden. Verstehe ich das? Aktuelle Punkte, ah ja, 7 von 250. Revolver Nachladetempo. Da haben wir schon 26 von 250. Ah, die leveln automatisch. Verstehe. Sättigung. Verringert Sättigung durch süße Speisen. Mhm. Medizinverwendungstempo. Wirkung. Blutungserholungstempo. Man kann bluten? Ach krass. Blindheiterholungstempo. Mhm. Ist ja interessant. So, haben wir ja einige jetzt kennengelernt. Da kommen wahrscheinlich noch einige dazu. Treuekarte. Ob die Treuekarte auch noch irgendwie eine Bedeutung hat? Wir werden sehen. So, was ist denn jetzt Phase? Wir haben sehr viele Kugeln. Wir haben wieder Geld auf Tash. Wir haben unser Dings gegossen. Ach, guck mal. Sehvermögen plus 15. Geruchssinn 2,5. Vitalität 2,5. Belastbarkeit haben wir noch 0 hier oben. Bewegungsgeschwindigkeit 2. Das heißt also, das wird noch erhöht. Vermögen 422.000 ist unser Vermögenswert. 76.000 haben wir auf Bank und es ist Freitag, der 5. Tag. Diese Ampullen, ne, die vermüllen so unser Inventar. Wir sollten die mal verbrauchen für den Bonsai. Ich würde jetzt mal schlafen gehen. Wenn ich mich schlafen lege, ja, Alpha, der, ja, ich brauche einen Kühlschrank, ich weiß. Ah, jetzt kommen die Töpfer, ne? Also die Töpfe. Noch 5 Tage. Was dann wohl passieren wird? Tag 6, Samstag. Ein Paket wurde geliefert. Telefon. Johnny, Sohn des Besitzers. Des welchen Besitzers? Ich suche nach dem Problemlöser. Ich bin Johnny vom Supermarkt. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich habe Angst. Kannst du mir etwas bringen, um mich selbst zu schützen? Kannst du das tun? Es gibt nichts umsonst. Ein Baseballschläger. Nein, wir hatten den Baseballschläger. Ne. Hätten wir den mal behalten. Und der eine Typ hatte, glaube ich, auch einen, ne? Ja, ich weiß. Ich wohne ebenfalls in Century City. Ich bin im Supermarkt südlich des Kawaii-Warf. Beeile dich. Ich fürchte um mein Leben. Scheiße, wir hatten den Baseballschläger. Fuck. Pass auf, ich würde mal den Bonsai gießen. War das direkt voll, ne? Warte mal. Moment. Was ist, wenn ich die nutze? Und die? Ja, dann haben wir den Platz schon mal wieder frei. Das Herz ist eh verdorben. Das würde ich dann entsorgen. Das ist auch verdorben. Das ist auch verdorben, aber das macht ja eigentlich nichts. Fauliges menschliches? Ach, menschliches Herz. Und das ist fauliges... Gibt aber 100 Blut. Nein, das heißt, ich kann das... Kugeln können wir heute verkaufen, ne? Vielleicht verkaufe ich die Kugel. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall zur Bank. Was will er denn schon wieder? Wie geht es dir, mein kleiner Spatz? Geht es dir gut? Wieder diese Fragen. Wenn es dir nicht gut geht, ruh dich aus. Ein guter Schlaf stellt Gesundheit wieder her. Ich entscheide, wann ich schlafe. Weißt du, wie du deine Energie dosierst? Was meinst du damit?
Nun, bestimmte Aktionen verbrauchen viel Energie. Wenn du etwas zu Anstrengendes tust, riskierst du Ausdaueratem zu geraten und du bist deinen Feinden ausgeliefert. Was glaubst du, wie ich so lange überlebt habe? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Du hast auch viel Glück. Hast du deine Beine trainiert? Wie könnte ich sonst meine Beute jagen? Es gibt immer Zeit zu lernen, wie man etwas fängt, aber es gibt nie genug Zeit, um zu lernen, wie man nicht erwischt wird. Schnelle Beine können einen großen Unterschied machen. Ja, ja. Wie auch immer, dann hör eben nicht auf mich. Kleiner Spatz, du bist blass. Du siehst aus, als wärst du gerade aus einem Albtraum erwacht. Mir geht's gut. Ich verstehe nicht, warum du so gestresst bist. Du hast doch schon alles, was du brauchst. Was weißt du schon über meine Bedürfnisse? Was du tust, ist Zeitverschwendung. Ich verschwende keine Zeit. Ich investiere sie. 600 Blut. Schau hin und staune. Aber pass auf dich auf. Okay, er will 600 Blut. Warte mal. Das heißt, wir können ja ein bisschen aufräumen, ne? Das trifft sich ja eigentlich super. So, menschliches Herz. Bitte. Fauliges 25 und dann hier. So, sind 275. Armer kleiner Spatz. Dann haben wir das auch schon mal. Den Bonsai haben wir gegossen. Ah ja, die Ampulle haben wir ja auch noch, ne? So, sind 425 von 600. Nice. Sehr, sehr schön. So, ich bin überlegen, ob ich die Schrotflinte überhaupt mitnehme. Ob ich die nicht einfach zu Hause lasse. Ach, guck mal, wir haben ja auch noch Blutampullen. Warte mal. So, fertig. Haben wir gemacht. Akt 2. Okay. Ein ganz schöner Erfolg für einen Faulpelz, was? Sicher. Aber du sollst dich jetzt ausruhen. 2 Volumeneinheit hinzugefügt. Was heißt Volumeneinheit? Was für eine Volumeneinheit? Supermarkt, Baseballschläger? Blut? 2 Heimerweiterungseinheiten? Heißt? Was für 2 Heimerweiterungseinheiten? Warte mal, ich öffne mal den Keller. Tapete, Topf. Imago? Was haben wir denn hier alles? Okay. Filter zurücksetzen, sortieren nach. Tagebuch, Inventar. Okay, gut. Wir gehen mal raus. So, Flexi, ich mach Schluss. War eine schöne Nachmittagsrunde gewesen. Ein schönes und spannendes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Restsonntag. Mach's gut. Wünsche ich dir auch. Danke fürs Zusehen, Schwalbe. Und einen schönen Start in die neue Woche. So, unser Paket ist da. Wir haben einen Topf. Jugendkapazität 400. Kugelertragbarkeit plus 20. 6 MP Rückstoßdämpfung. Da können wir ihn hinplatzieren. Hä, aber sonst nirgendwo? Hier oben auf die Lampe. Kann ich denn... Warte mal. Keller öffnen? Nein. Editor verlassen? Interagieren? Greifen? Zoomen? Kann ich irgendwas umstellen? Ich würde das gerne ein bisschen umstellen. Geht das? Das Telefon, ganz ehrlich. Was sind das überhaupt für Flaschen hier? Ach, guck mal hier. Ohne Spitzhacke kann ich keine Wand einreißen. Das sind die 2 Plätze, die wir gekriegt haben. Okay. Warte mal. Was ist denn das überhaupt? Kann ich das einlagern? Whiskyflasche, Wirkung von Medizin. Weglegen. Wirkung von süßen Speisen.
Ach, plus eins. Ach so, das können wir dann... Ach so. Whiskyflasche. Ach so. Das sind dann Perks, die wir dann aktiv haben, oder was? Ach so, lol. Okay, interessant. Editor öffnen. Nein. Keller öffnen. Raufasertapete platzieren. Können wir? Haben wir ja gar nicht mehr, ne? Topf platzieren. Beziehungsweise, nee, warte mal. Ich würde gerne das Sofa hier hinstellen. Das Telefon packe ich dahin. Und die eine Whiskyflasche auch. Oder, pass auf, ich mache das anders. So mache ich das. Ja. Dann platzieren wir mal den Topf hier oben hin. Oder hier hin. Können wir noch einen platzieren? Nein, okay. Wert 1000. Ach, man kann das kaufen, die Tapete. Ach so. Rauchige Tapete. In Verwendung, in Verwendung, in Verwendung. Aber sind das Sachen, die ich habe, oder... Alle. Okay. Traditionelles Waschbecken können wir sogar auch umsetzen. So, was können wir denn hier machen? Topf. Pflanze eine Kugel, um sie wachsen zu lassen. Aktuelles Blut 0 von 400. Benötiges Blut. Tag 1, 2, 3. Pflanze, okay, wachsen zu lassen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Kugel da reinsetzen. Aufteilen. Schaden. Okay. Reichweite 4. Kann ich da noch mehr reinsetzen? Warte mal. Mach mal so 30. Ah, okay, nur eine geht. Okay. Zerstören. Vorschau löschen. Bestätigen. Wilde Kugel. Ertrag 120 kriegen wir. Müssen wir natürlich gießen, ne? Bestätigen. Also, das war's schon. 50 haben wir dadurch. Okay. Füge Dünger hinzu, um die Kugel zu modifizieren. Und denk daran, die Pflanze zu gießen. Das, ja, das wird ja noch sehr umfangreich. Alter Schwede, hätte ich jetzt nicht gedacht. Puh. Gut, ich, ja. Den haben wir schon gegossen, ne? Okay, ja, da ist unsere Schublade. Warte darauf, dass er wieder Gold ankauft, der Händler. Gut, ich würde sagen, so als Ersteindruck für den Stream auf jeden Fall. Soll es erstmal gewesen sein für das Spiel heute. Und ja, auf YouTube würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, ja, macht's gut.